Dann gucken wir mal, was sich hinter Tür Nummer 1 befindet. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Das ist doch Wenzel! Aua! Das gibt ein Horn! Hey, nee. Elf mich nicht nach, du! Moment mal! Der Wahrsager, natürlich, dich. Macht ja mehr Sinn. Du bist sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen! Der Wahrsager aus Porto Richtig! Disco. Bin ich nicht. Oh, du lügst! Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Okay. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt. Ja, so ziemlich. Wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ja. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer will kommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil? Emil Ui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Die Schrapnellküste, ach ja, das waren noch Zeiten damals, naja, ist ja egal. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug "Das Ende ist nah" eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Er ist keiner Sekte beigetreten, sondern einer Insekte. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Ja, ne? Hat man ja gerade gesehen. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Eine Spinne. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Eine Insekte wohl eher. Ja, den habe ich gerade eben schon mal gebracht. Ja, natürlich. Man muss sich mit diesem Schicksal abfinden und nicht dagegen ankämpfen. Ist doch klar, Leute. Ist doch klar. Kommt mir das nur so vor oder ist Rufus sein Sprite so ein bisschen unscharf? Im Gegensatz zu ihm zum Beispiel. Ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen seltsam, aber egal. Die Welt wird heute nicht untergehen. Richtig. Stimmt. Es passiert morgen. Kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit.
Ja, wohl weniger vor den Spätnachrichten, sondern vor den Zu-Spät-Nachrichten. Oh Gott. Ich bin gerade so in dem Lauf. Oh Gott, Leute. Das tut mir leid, dass mein Commentary hier so... Oh, das kann man sich doch nicht antun, oder? Eigentlich tut es mir ehrlich gesagt nicht leid. Ich find's gerade cool, dass ich da immer irgendwie so einen blöden Spruch auf Lager habe. Um ganz ehrlich zu sein, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Egal. Ach ja, genau. Hier, die Welt wird morgen nicht untergehen. Natürlich wird sie morgen nicht untergehen. Sie sollte ja schon untergegangen sein am 21.12.2012, aber... Was war da? Ich glaube, da war ein feuchter Furz von deiner Mutter. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Nicht heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Wir sagen ihn nur herauf. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Eben. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Amen. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Ja, ist ja viel besser. Die trinken das Blut oder so. Nein, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von Satanismus. Also... der Kommentar war vielleicht falsch. Cut, schneiden wir raus. So, und dann... Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Ich meine, ich bin doch hier. Ich, Rufus. Und ja, ich sag in dem Sinne mal ich, weil ich spiele ja hier Rufus und... Ah. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und... Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Genau. Ja, Reiter sind wir sowieso nicht. Wir haben kein Pferd. Da hat das Rote... Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Oh doch. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Was hat er anders gesehen? Dass Rufus keine Sünden hat, dass er ein Heiliger ist oder dass er sich gewaschen hat? Oder alles? Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Dieser Besserwisser. Er sieht, dass wir uns reinwaschen müssen, damit wir seine Kutte bekommen. Aber ich will seine Kutte gar nicht. Da wenn er seine Kutte auszieht, hat er wahrscheinlich nichts mehr an. Und das wäre nicht so schön für alle Zuschauer, die dieses Let's Play mitgucken. Ach komm schon, gib die Kutte her. Das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Na, vielleicht solltest du nochmal zum Friseur, Kumpel. Bisschen, guck doch mal, dein Haarwuchs ist doch ganz schön mies mittlerweile. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Na klar. Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Mach doch nicht fast die gleichen Witze wie ich. Das bringt doch da nichts mit dem Let's Play, Kumpel. Ach, der Delik, ich sehe schon, wir verstehen uns. Ach, der ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. No. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Ich glaube, Mr. Toffee ist eher so das, was auf dem Glas draufsteht, was früher mal drin war.
Lass Mr. Toffee in Ruhe. Lass Mr. Toffee in Ruhe. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Hier steht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Ja eben, das klingt doch nach gar nicht so verkehrt. Also nicht mit Teppichreiniger in Verbindung bringen, sonst bilden sich Chloroformgase. Das kann uns sogar noch nützlich werden. Na, dürfen wir die mitnehmen? Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen. Nur mit weniger Karies. Er hat ja bestimmt bereits ich gesehen. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Keine Ahnung warum. Alter. Und hier unten wieder ein Schnabeltier. Ah, schön. So, dann gucken wir mal raus. Da steht sogar raus. Aber ich glaube, der Sprecher ist derselbe wie bei Wenzel gewesen. Deswegen habe ich gedacht, das ist Wenzel. Gucken wir mal in die Zimmertür. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Das ist immer noch das Klopfzeichen aus Chaos auf Deponia. Wie geil ist das denn? Der passt hier nicht. Wie geil, immer noch das gleiche Klopfzeichen. Keine Antwort. Vielleicht Bose? Doc? Keine Antwort. Dann gucken wir mal da, Schrank. Na, im Schrank kann sich doch sicher einiges befinden. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Na dann, her damit. Ist da sonst nichts mehr? Oh yeah. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ja, cool. Ah, schön. Ich bin der Größte. Ja klar, Rufus, ja klar. Abgeschlossen. Bozo? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Doc? Keine Antwort. Gut, dann gucken wir mal, wenn da Stimmen sind, ob der Schlüssel vielleicht hier passt. Passt. Na dann, ab ins Zimmer. Mal sehen.